Ziel. Eine Spiegelscherbe, blaue und rote Kerze. Noch mal gucken. Ob ich das in den Quatsch helfen bekomme. Vielleicht irgendwo ein Gasthaus so. Kennt ihr es ja auch immer selber, ne? Da hat man noch ein paar Kerzen übrig, ne? Auf dem Friedhof könnte ich mir auch gut vorstellen. Ach so, blaue und rote Kerze. Ah, okay. Ja, das hätte ich wissen müssen, dass ich hier hin muss. Ich weiß nicht, ob es von mir jetzt so geht, aber manchmal ist es echt ein bisschen unklar, dass das gilt halt nur fürs Bild. Okay, also das gilt nicht gut. Haben wir auch gut in den Spiegel. Schnick, ich weiß, ich finde Mama, es ist ein bisschen zu fies versteckt, aber vielleicht ist es aber auch so richtig, vielleicht macht man Blätter müssen grün sein. Da lässt sich gar nicht diskutieren. Also, wenn die Blätter nicht grün sind, dann könntest du eine Tonne klauen, bis sie genannt machen. Oder den Farbtopf. Ich hab doch nur das Wichtige, lass mich gehen. Ah. Meines Spiel. Also Blätter müssen grün sein, Leute. Sind sie nicht grün? Das sind keine Blätter. Ah Gott, was ist das? Das ist doch schon wieder witzig, witzig. Ja, gut. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viele. Ich würde auch einen menschlichen Zahn mitnehmen. Die Nummer 7, Alter. Ah, hier sind Trauben. Ja, okay. Damit auch die Dame das anfassen kann, ist wohl die Nummer 7 und ich bin wieder weg. Die natürlich wieder so versteckt geworden, so versteckt ist, aber die. Da ist sie. Ah, ist ja geil. Ich hab Kerzen. Ich bin froh. Kerzen. Ist das schön? Die Kerze wird auf dem Fallen zeigen. Nur eine Scherbe. Ja.
Ich hab alle Scherben. Yes! Oh nein, kein Puzzle! Oh Gott, nein! Noch nicht alles, noch nicht das. Ich bin ja gut. Ist ja toll. Ich darf pullen. Ich liebe dein freundes Pullen. Oh, das passt. Nein, Pullen geht auch nicht. Wenn es nicht so wieder so wie in damals Beckham River ist. Hab ich auch ein Let's Play zu gemacht. Immer. Würde ich schon auf meinem Kanal gucken. Wir haben ja jetzt nur das Glück, ne? Nicht bei so ein. Ja, so ein Teil. Und Teil. Und ein Teil. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Und jetzt BAM! Also. Dam, dam. What the? Was? Dr. Kim, Griffin's in trouble. As his friend, you ought to help. My dear, I'm a very busy man. I doubt I could be of any use for you right now. Maybe later. This is Griffin's laboratory. Can I use it for a while? I don't know what you need it for, but I can't say no to you. You have the college's laboratory at your full disposal. Okay, das ist eine Entschlüsselung, die entschlüsselt die Einträge im Unsichtbarkeitstagebuch. Also. Bing! 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 Teile einer Tafel. Mhm. Ist ja großartig. Okay. Erstmal Unsichtbarkeitstagebuch und dann kommt das Sichtbarkeit. Achso, natürlich. Müssen er achso, jetzt ist wohl das Bing. Okay, das hört sich aber sehr, ich weiß nicht, Bögen links. Warte mal ganz kurz hier gucken, ob hier noch irgendwas ist. Das ist Müll. Oh nee. Und ich bin mit der 1.5 Kacke da. Es ist ja wieder klasse. Ich habe ja diese 1.5 Kacke. Es. Schiebe die Gewichte, um die Waage auszugleichen. Aha. Wie mache ich das? Jetzt hat. Wir haben einen Schlüssel gefunden, das ist ja schon mal praktisch. Oh Gott, es ist ja wunderbar. So, was haben wir hier? Ähm.
Für eine Spiegelpyramide. Oh, eine Spiegelpyramide. Oh, was bei. Was bei 2? Was bei 1? 1. Erstens Chamäleon. Chamäleon. Die Düsen dieses Tieres enthalten Tyrannin, ein Hormon, das die Haut bleicht. Also ein Hormon, das die Haut bleicht. Spiegelzylinder. Eine Vorlagentafel. Na klar. Auch noch das. Okay. Also auf jeden Fall ist es das mit dem Kakomon zu tun. Was ist das denn hier? Es ist wunderbar. Das wird wunderbar, meine Damen und Herren. Oh Gott, nicht wieder. Und die 2 von Auto 2. Okay. Oh Gott, ey, das ist doch. Was ist los? Oh ne, warte. Was? Ich finde das so blöd, das ist nicht ein richtiger. Komm. Hallo? Ich hab ein Sim. Ja, ihr habt eben gerade gesehen, dass ich hochgeladen habe. Ja, ist mir egal. Ah, okay. Ich habe irgendwie auf den Stream Key. Achso, ja, weil ich darüber nicht streamen kann. Also über das Profil nicht. Ich habe ein Profil. Da funktioniert es. Großer Skandal im Fate Royale. Und zu dieser Zeit entspannte sich der unsichtbare Mann im Fate Royale. Ah, Gott. Ist ja geil. Eine Brücke, die Opinia Amalia Materna vom Kopf gerissen wurde, landete auf dem Kopf eines alten Ritters Greil. Selbst ein Meister wie Wagners Parseval ist nur ein Witz für ihn. Ah, geil. Gut, das war toll. Die Vorlage ist aber gleich fertig. Jod. Wofür brauche ich denn wirklich ein Jod? Können wir noch nichts weiter machen? Ja. Ah, natürlich mal wieder ein schönes Wimmelbild. Das ist meins. Wir haben schon 1928. Das weiß ich, bis jetzt heißt es bald zu Ende. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Das chemische Element mal 3. Türgriff. Spielzeugpferd. Wow. Coole Sache. Käfer. Ein Schläger, das ist ein. Okay. Mädchen? Was ist ein Mädchen? Ist eine Frau. Das ist Mädchen. Streichhölzer, haben wir Streich. Achso, haben wir die alten dann aufgebraucht? Okay. Was ist denn das hier? Was? Cool, und das hatten wir dann auch. Also bei manchen Dingen denke ich mir aus, so, von Münze hier an. Tada! Was ist mit dem Spiel los, Alter? Tür, das war eine Tür, okay. Nimm die Gabel an. Nimm die Gabel an. Nimm die Gabel. Ah, na.
Ein Käfer. Ja, ein Käfer wollte ich auch mal haben. Und hier auch Fisch. Das ist doch kein... Das ist doch kein Stiefel. Das ist ein das ist doch kein Stiefel. Ein Stiefel. Ein Stiefel. Ich meine, ich finde es ja halt okay, wenn so Dinger mal ein bisschen zweideutig sind. Dann würden sie halt Schuh schreiben, dann würde es halt hinkommen. Ne? Schuh ist halt die allgemein Ding, aber Stiefel ist ja übelst irreführend. Da würde ich halt niemals hinkriegen, wenn ich an Stiefel denken würde. Also irgendwie ist das Spiel mal echt ein bisschen irreführend. Weil das Spiel kann irgendwie schwer sein, ne? Sollte aber nicht. Okay, das war ein Teichwitzer. Ich suche den ganzen Tag nach irgendwelchen Käfer und so. Wo ist der Käfer? Wo ist der Käfer? Da ist er doch. Wow, chemische Elemente. Okay, dann können wir gleich jetzt. Oder? Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Boah, ernsthaft. Mit der Jungschüssel. Essen Sie, ja. Ach, haben wir kein Vorgewissheit? Doch, das ist hier wieder vorgegeben. Das ist vorgegeben, das nicht. Das ist jetzt okay, Leute. Nein! Achso, man darf sie auch nur da ablegen, das ist ja voll so toll. Nein, darfst du natürlich nicht da ablegen, wo du es sinnvoll halten würdest. Okay, das Schöne auch an dem. Nee, aber das passt überhaupt nicht. Auch hier irgendwas mit. Das hier? Nee, oder? Nee, das wird nicht passen. Ist auch nicht. Dann werden wir noch ein halbes A. Ach. Die beiden, okay. Ups. Das ist ein halbes A. Ein halbes A zum Mitnehmen oder zum hier essen. Was hätte er was? Das passt. Das passt. Man kann Dinge aber nicht drehen, ne, oder? Nee. Ah, das gehört auch dazu. Ja, warum denn nicht noch weiter weg? Ist ja geil. Ah, so, okay. Einfach mal da hinlegen, obwohl es doch gar nicht... Es kann doch gar nicht passen, aber ich leg's schon mal hin. Also man kann einfach random irgendwie hinlegen, also das passt halt immer. Egal wie das... Was? Ich habe mit Glas, Experimentenlicht und, experimentiert. Also ich habe mit... Was ich habe mit Glas experimentiert, wie kommen wir jetzt Licht? Und ihm langsam Jodstoffe ausgebrüht. Das Ergebnis war eine Art Filter, der einen blendenden Lichtschluss durchlässt. Wenn ich Jod in das Elixier mit eingebe, hilft es, die Lichtstrahlen gut zu. Bestreuen kann auch keine Ahnung, was weiß ich.
Na, das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Eins, also eins war das, das sind nur zwei und vier noch. Das sind für heute nie für. Da braucht ihr diese Vorlage. Nee, hier waren wir schon. Bringe die Chips in die richtige Reihenfolge von 1 bis 8. Gott, bin ich heute mal wieder richtig intelligent, wer sollte auch da machen, wo das... Das wäre jetzt sogar... Nee, warte, wir fangen von hinten an. Ich glaube, das ist tatsächlich am intelligentesten. Oder? Ja, das ist tatsächlich intelligent, weil... Hier geht doch... wie tausche ich die? Oh Gott, die... Jetzt sind sie richtig rum. Ah, okay, müssen sie auch noch richtig platzieren. Ich muss die... Okay, wir haben die Obio. Okay, machen wir mal hier, warte mal. Es ist einfach nur, na gut, das ist kein richtiges Rätsel, das ist einfach nur eine nervige Klickarbeit. Naja. Wenn ich jetzt so machen würde und dann so, dann würde es passen. Dann muss ich das, jetzt muss ich das von vorne, das bin ich falsch. Boah, ist das anstrengend. Ist ja voll eklig. Was für ein tolles Rätsel hier, guck dir das an. Yay, und da kommt. Abitur abgeschlossen. Was? Ach so, dann öffnet das jetzt einen Geheimgang oder was? Was ist damit bekommen? Ach so, das hat, die. Den Spiegelzylinder, den brauchen wir auch noch. Das hat diese Form. Das ist doch Form daraus geschnitten. Das ist doch völlig. Na gut. Knollenblätterpilz. Ah. Die Vorlage. Achso, hier finden wir noch einen Teil der Vorlage. Dann haben wir ja gleich die... haben wir doch alles zusammen fürs erste Buch. Ja, dann haben wir alles zusammen fürs erste Buch, Leute. Habt ihr das gehört? Blauer Sch... okay. Okay. Gibt jetzt vielleicht nicht immer hundertprozentig Sinn, aber... Ah.
Ah, so ein Zylinder. Oh, eine blühende. Es muss natürlich eine blühende Blume sein. Oh ja, er spielt dann doch halt da oben. Aha. Spachtel. Salzstreuer. Also die interessanten Dinger, ne? Die nimmt ja, nimmt sie halt nicht mit. Salzstreuer, mhm. Was? Ah, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ah, jetzt ist 7. I will tune number 9. Oh Gott. Dahinter war die Vorlage. Ah, gut. Wieder mal einen Spiegelzylinder haben wir. Ja, hier ist doch. Hier ein Spachtel. Korken, Korken, Korkenzieher. Salzsteuer. Die sind teilweise halt hochgeht, ne? Und dann halt. Ja, guck, wir haben was vorgeschaltet. Wo ist denn? Ah, da oben. Wow, und da. Okay, jetzt habe ich das. Warte.